Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute darf ich mal wieder ein bisschen basteln und zwar ein bisschen frei. Und ich hatte ja beim letzten Video quasi schon erzählt, dass es wieder um eine Buchplatte gehen soll. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich hatte das nachher nochmal so fotografiert, glaube ich sogar, mit diesem Paris-Ding. Ich habe das nicht festgemacht, aber ich finde, so sieht das schon ziemlich cool aus. Bookplates nochmal kurz zur Erklärung für die, wie gesagt, die das Video noch nicht gesehen haben. Ist, wenn du jetzt ein Buch hast und das ist ziemlich einfach gestaltet oder einfach nur eine Pappe oder sowas und du möchtest das covern bzw. einen Überzug drüber machen oder halt eben so etwas hier wie so eine Buchplatte. Das heißt also eine Dekoration oben, die auf das Cover soll. Das ist relativ einfach, weil man kann das natürlich super vorbereiten, verschiedene Themen und was man so alles hat und dann nachher die Bücher damit ausstatten. Das nur so zur Erklärung. Man kann das natürlich auch als Journalkarte nehmen, ist überhaupt gar kein Thema. Ne? Und je nachdem, wie man das dann gestaltet, kann man da auch Fotos mit reinbringen. Also eine Collage im Prinzip. Es ist sehr vielseitig. Diese Bookplate oder Buchplatte, wie auch immer man das jetzt im Deutschen nennen mag. Und heute habe ich gesagt, mache ich noch eine zweite Version davon. Ein bisschen andersfarbig, mehr so mit Grün-Blau-Tönen vielleicht. Und jetzt ist das der ganze Tisch verrutscht. Hier ist es irgendwie, ja, es ist ein super Chaos. Der Umzug gleitet immer näher und ich werde auch immer nervöser. Das ist halt auch, ob es alles klappt, so wie wir uns das vorstellen. Wissen wir halt nicht, ne? Werden wir dann sehen. Also, ich möchte heute ein bisschen Blautöne benutzen, vielleicht ein bisschen Grüntöne. Ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall wird sich das Ganze ein bisschen im... Ja, auch wieder Pastell. Ich mag es halt, ne? Bisschen shabby chic und so. Ihr wisst es ja. Ich freue mich aber auch schon riesig. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Ich freue mich mega riesig, wieder so meine Jellyplate auszupacken. Die Möglichkeit zu haben, wieder Papier zu färben. Ich habe im Moment überhaupt gar kein Papier mehr gefärbtes. Irgendwie ist das alles verpackt, das, was ich noch so hatte. Und also insgesamt bin ich echt... ein bisschen auf Entzug. Also dieses Minimalistische ist bei mir so eine Sache. Ich habe immer das Gefühl, da geht noch mehr. das hier ist meine Grundlage. Das ist ein A6 Cardstock. Ich finde den ganz gut von der Größe her auf so ein A5 Journal. Dann kann man den schön mittig platzieren. Es sei denn, man möchte ein A5 gestalten. Das geht natürlich auch. Dann lässt man so ein bisschen Rand, je nachdem, wie das Buch dann am Ende wird. Weil oft ist es so beim Journal, dass man dann doch das Cover, dass das ein bisschen anders ist von der Größe her. Aber prinzipiell alles easy peasy. So, jetzt muss ich hier mal meine... Wo habe ich denn? Habe ich denn noch meinen Locher? Den hatte ich, glaube ich, ne? Hier irgendwo. Da ist er. Genau. Und zwar geht es hier um diese Kanten vom Ticket. Die schneide ich nicht, sondern die loche ich hier einfach, so wie das hier so ein bisschen vorgegeben ist. Und weil ich finde Schneiden super schwer. Also, ne? Es geht ja auch einfacher. So. Und ich benutze hier diverses Papier. Ich werde auch noch ein bisschen vielleicht von... diesem Scrapbook-Papier, beziehungsweise, ja, das ist so ein Designpapier aus dem, keine Ahnung, aus welchem Laden. Ich habe hier noch ein Stückchen im Blau gefunden von meinem Vintage Roses. Da ist auch noch ein bisschen Blau-Elemente mit dabei. Und ich habe mir schon tatsächlich vorher Fuzzy Cuts ausgeschnitten. Ein bisschen im Boho-Style. Und so möchte ich diese Karte heute einmal gestalten. Das nächste Video, nächsten Mittwoch, müsste sein die Memo-Decks, die ich gemacht habe für diesen Monat. Und das danach müsste eigentlich schon der Newsletter sein. Und ich hoffe, dass dir das Thema gefallen wird. Wer heute aufpasst, der weiß ungefähr, worum es geht. Im nächsten Monat und darf schon gespannt sein. Es ist noch alles nicht ausgereift. Ich bin noch schwer dabei am Arbeiten, beziehungsweise am Machen und Tun. Und ja, bin selber gespannt, was es am Ende wird. So, zwar werde ich jetzt anfangen mit Schablone. Und ich glaube, diese hier ist perfekt. Ich habe übrigens, jetzt muss ich überlegen, wo ich das gesehen habe. Bei Instagram, auf welchem Kanal war das? Wenn mir das jetzt noch einfallen würde, ne? Dann wäre ja alles fein. Und zwar auf dem Kanal,
Boah, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall eine Sortiermöglichkeit für Schablonen. Und die fand ich so gut. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe es einfach vergessen. Tut mir leid. Ich weiß einfach nicht mehr, bei wem das war. Aber ich werde mir das so sortieren und dann werde ich euch das auch zeigen, was ich da gesehen habe. Ja, solche Sachen, gerade was so sortieren und vielleicht auch so ein bisschen, ja, Organisation sein wird und sowas, das ist alles eher so Behind-the-Scenes-Content. Ich werde euch natürlich auch hier so zeigen, was ich so mache, also gemacht habe, so das Endergebnis gern. Und wer dann mit mir zusammen das erstellen möchte, je nachdem, was ich mir da so ausdenke. Ich weiß es nämlich selber noch nicht. Also es wird, glaube ich, echt eine Herausforderung, wie das Ganze dann später so aussieht in meinem Büro. Ob das alles so passt, wie ich mir das vorstelle, weil was ich super schwierig finde, ist Räumen, also zu greifen, sage ich jetzt mal, wie groß so ein Raum ist. Das finde ich super schwer, so in Gedanken, ob dann irgendwelche diversen Möbelstücke passen oder nicht. Ich finde, das ist echt eine Herausforderung. Und ich habe mir schon etwas überlegt, wie ich demnächst meinen Arbeitsplatz so ein bisschen gestalten werde. Zumindest von so einzelnen Möbelstücken, die definitiv dort mit rein sollen. Und ich werde euch natürlich dann auch... Ich werde euch einmal mitnehmen, auf jeden Fall, wenn das komplett fertig ist. Das kann natürlich dauern. Also ich hoffe, bis Ende des Jahres ist es alles, ich sag mal, videoreif. Und dass ich euch das dann komplett zeigen kann. Und das Making-of, das werde ich euch auf jeden Fall schon im Mitgliederbereich zeigen. So, dann machen wir hier noch ein paar Blümchen zwischen. Ob man das nachher alles sieht oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich fülle das jetzt erstmal so ein bisschen auf mit diesen zwei Schablonen. Das ganz gut passt. Ups. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Allerdings will ich das, glaube ich, so rum sogar machen. Und dann wollen wir ein bisschen stempeln. Und da gucke ich einfach mal, was ich hier sonst noch so habe. Was habe ich denn hier noch? Das hier. Was haben wir noch so übrig an Stempeln? So ganz viele habe ich mir ja nicht mehr draußen gelassen. Irgendwas, was passt. Ich muss gerade einmal schauen. Ich glaube, ich habe nichts Passendes. Was jetzt genau so dafür jetzt so gut wäre. Postdinger, no, auch nicht wirklich, ne? Obwohl, diese Postteile, die wären ja ganz witzig zu dem Thema. Könnte man ja mal machen. Und natürlich Kleckse. Kleckse gehen immer, finde ich. Damit ist das auch gut. Marienkäfer könnte auch gehen, denke ich. Aber lassen wir es jetzt erstmal so. Und dann brauche ich einmal mein Acrylblöckchen. Leute, ich bin im Moment so raus aus allem. Das ist echt verrückt. Man glaubt es ja nicht, ne? Das ist wirklich so. Wenn man länger nichts macht oder beziehungsweise ja nach dem Urlaub, habe ich ja auch eine Weile nichts gemacht. Also im Urlaub habe ich eigentlich gar nichts gemacht, außer dieses eine Video. Das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Und es ist tatsächlich so, ich hatte überhaupt gar keine Ideen mehr so wirklich. Glaube ich, nicht so richtig. Aber die kommen jetzt wieder. Ich bin jetzt wieder so voll im Flow. Also ich habe keine Ahnung, was man davon gleich sehen wird. Ich werde das jetzt einfach nur so als Collage machen. Ihr wisst ja, so Masterboard-technisch. Ja, dieses Video mit dem Masterboard ist ja ganz gut angekommen, weil viele von euch kannten das ja noch nicht. Und die, die es schon kannten, die haben auch wieder Lust bekommen, was zu machen in dieser Richtung. Da freue ich mich natürlich, dass ich dann dazu beitragen kann, dass ihr dann nochmal euch mit so alten Themen auch beschäftigt, die schon, ja, die eigentlich so zum Standard gehören, ne? So, und ich denke, jetzt mache ich nochmal dieses hier. Gucken wir mal, wie das so wird.
Das wird ja mal eine komplett andere Karte. Also so geometrisch, das habe ich jetzt auch bisher noch nicht gemacht. Aber ne, man muss ja auch manchmal aus seiner Komfortzone raus. Gucken wir mal, wie das am Ende aussieht. Meistens wird es ja gut. So, jetzt muss ich einmal gerade gucken, wo ich das rausgenommen habe. Dass das nachher nicht durcheinander ist hier. So. Was könnte ich da denn noch hinmachen? Habe ich nicht hier noch irgendwie was? Nee, nichts, was mich jetzt pauschal so ansprechen würde, denke ich. Na, nicht wirklich. Aber es muss ja auch nicht immer so viel gestempelt sein. Und was ja immer geht, logischerweise, ist natürlich... Also ich muss ja echt sagen, es ist mein absoluter Lieblingsstempel. Ich nehme auch an, es ist euer Lieblingsstempel. Ich weiß, dass ganz, ganz viele den jetzt auch haben mittlerweile, weil der einfach so toll ist. So, dann machen wir noch ein bisschen so. Ja, das wird jetzt hier richtig Masterboard-mäßig. Dann könnten wir noch ein bisschen Inspire machen. Da weiß ich jetzt nicht, ob man es lesen kann nachher, aber ist auch nicht schlimm. Und dann machen wir noch einmal den Treasure. Der ist auch schön. So. So, und dann gucken wir mal, was am Ende übrig bleibt von dieser schönen Collage. So. Hier habe ich noch so ein Ticket. Das ist bestimmt auch total praktisch. Das ist ja auch blau. Dann habe ich hier noch so ein bisschen mit Blau und so kleinen Blättern, die aussehen wie Federn. Finde ich total schön. Ich denke, ich werde mir hier einfach mal so eine Ecke rausmachen aus diesem Papier. Und das nochmal aufteilen. So ein bisschen. Damit das hier so drüber kann gleich. Aber darunter kommt natürlich etwas Neutraleres. Zum Beispiel das hier. Das ist einfach nur so Packpapier hier von Amazon. Also kein spezielles oder so. Ne? Gerade mal gucken, was so gut aussehen würde. Also eigentlich ist es mal ganz gut bei den Collagen. Das wisst ihr ja vielleicht mittlerweile, so wie ich das so ein bisschen aufbaue. Ist ja meistens, dass ich so in zwei Ecken gehe und die verbinde oder in einer Ecke bleibe dann so. Ne? Gibt ja viele Möglichkeiten, ein Layout zu machen. Auch einfach so übereinander arbeiten. Also, wie gesagt, ich hätte jetzt doch vielleicht hätte ich gerne das Treasures und Inspire noch mit dabei. Wir könnten das jetzt auch so machen. Das ist irgendwie noch nicht so das Richtige. Das ist noch irgendwie zu lang. Also ruhig ausprobieren. Verschiedene Möglichkeiten. Nur ein bisschen legen und so. Hab da keine Angst. Mach einfach. Mach einfach. Wird schon am Ende irgendwas sein. Wird schon am Ende irgendwie gut aussehen. So, ich überlege gerade, ob ich hiervon so ein bisschen was Neutrales mit reinnehme. Nee, falsch rum. Dann reißen wir das mal hier so ein bisschen kaputt. Ist ja auch nur so ein Rest. Also für Resteverwertung sind ja Collagen sowieso immer das Beste. Ja, ich denke, das Treasure kann ich im Zweifel ja auch nochmal nochmal stempeln. So. Irgendwie ist mir das zu klein. Vielleicht müsste ich auch einfach hier ein größeres Stück Papier mit reinbringen. So. Dann so vielleicht. Und dann nochmal gestempelt. Und natürlich nochmal geinkt. Ne? Dann hier so das Helle noch drauf. Die Frage ist, also ich möchte ja gerne nachher das hier mit drauf machen und noch dieses hier und wenn es geht noch ein bisschen hier. Da muss ich natürlich gucken, wie ich das am schlausten mache. Buchseiten. Buchseiten sind immer gut. Gib mich noch ein paar Buchseiten hier. Gerade einmal schauen, was ich hier noch für Schnipsel rumfliegen habe. Die bieten sich ja dann auch mal an. Oder so gerade Sachen auch. Geht auch.
Ah, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Das Neutrale ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich guck mal gerade. Wenn ich das jetzt so kaputt reiße hier. Washi wäre jetzt auch noch eine Idee. Muss ich einmal gucken, was ich hier so für ein Washi habe, was passen könnte. Ob ich überhaupt noch was... Ja, habe ich definitiv. Hier ist noch was Blaues. Das würde sehr gut passen. So, und dann fange ich jetzt erstmal an zu inken und das hinzulegen, weil solange das nicht geinkt ist, weiß ich auch nicht so richtig, ob das denn dann optisch schon reicht. Wo ist denn mein Tool? Gott, ist das hier schon mehr. Also ich habe schon so wenig Sachen und trotzdem ist das hier immer noch ein Chaos. Das ist so cool. Doch nicht besser irgendwie. Also ich weiß auch nicht, wie ich das mit dem Umzug mache, bei diesem Rest jetzt hier quasi. Also ich werde definitiv vordrehen. Also ich werde vorher Videos erstellen, die ich dann hochlade, so wie ich es jetzt eigentlich immer mache, dass ich mal so eine Woche oder so im Voraus bin. Aber wahrscheinlich eher zwei, damit ich auch mein ganzes Equipment anschließen kann. Und was ja auch noch dazu kommt, es gibt sogar irgendwas in das Tool. Ich habe das schwarze Tool, habe ich hier, aber wo ist das braune? Gerade ein Schluckkäffchen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, genau, mit dem Vordrehen. Und zwar, weil ich ja nicht weiß, boah, ist das warm, ich muss echt meinen Pulli ausziehen. Ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Internet auch alles so klappt, wie wir das gerne hätten. Und ob das alles schon am ersten Tag dann auch passt, ne? Mit dem Anschluss und alles. Das ist ja teilweise echt so eine Sache. Hey Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ich hatte es doch gerade noch in der Hand. Ich habe es doch zur Seite geräumt beim Aufräumen und wo habe ich das denn hingesteckt? Das gibt's doch gar nicht. Oh, ja gut, da kann ich es natürlich nicht finden. Ich habe das in mein Dings reingesteckt, völlig in der Versenkung weg. Ja, ihr wisst ja. An diesem Rumgesuche wird sich hoffentlich in Zukunft was ändern, wenn ich dann besser organisiert bin, beziehungsweise auch ein bisschen mehr Platz habe in meinem Büro. Wenn ich immer sage, mein Büro, ne? Ich bin gedanklich, ich sehe mich da oben schon unter meinem, in meinem Dachgeschoss und dann sehe ich mich da basteln und aufnehmen und oh, das ist einfach, ich kann das... Es ist, also ich nehme an, die Leute, die jetzt vielleicht auch vor kurzem umgezogen sind von euch oder so, wenn man dieses Neue, also so scheiße umziehen auch ist, ne? Dieses Gefühl von, ich kann alles neu machen und ich mache ein Reset und ich trenne mich vielleicht auch wieder von alten Dingen, die ich da so habe, die ich jetzt nicht mehr brauche, ne? Also ihr versteht, es ist ein geiles Gefühl. Es ist so ein geiles Gefühl. Und ja. Das ist, glaube ich, auch... Dieses Gefühl trägt einen, glaube ich, auch durch diese ganze Scheiß-Umziehzeit, dass man nicht völlig ausrastet. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube, ohne das Ganze wäre man schon viel schneller immer frustriert oder so. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ich würde jetzt hier tatsächlich noch irgendwie so was anderes mit reintun, das ein bisschen interessanter ist. Vielleicht ein bisschen klare Linien gibt. Und wie gesagt, Buchpapier möchte ich unbedingt. Beziehungsweise könnte ich ja auch hier so ein bisschen... Ja, das ist noch nicht das, wie ich mir das vorstelle. Ich muss gerade einmal schauen. Nee, ich muss richtiges Buchpapier mir hier einmal raussuchen. Ich habe hier auch welches, aber... Ach, das ist... Oh, nee, das waren jetzt nur Schnipsel. Na toll. Hier habe ich ein Stück. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Das machen wir jetzt einfach mal so. Und dann hoffe ich, dass ich das gleich in der richtigen Reihenfolge klebe. Also, es gibt nichts, was ich lieber mache als Collagen, glaube ich. Mittlerweile. Also mein Kanal hat sich ja wirklich in den Jahren jetzt, die er schon ist, echt so verschieden in verschiedene Richtungen entwickelt. Also
Ich habe schon so vielfältige Dinge gemacht und ich werde natürlich auch noch richtig typische Junk Journal Sachen auch machen, weil Collagen, ich glaube, Collagen ist eins der häufigsten Dinge, die man tatsächlich beim Junk Journalen macht. Collagen. Und deswegen macht mir das wahrscheinlich auch so Spaß. Weil egal, ob man jetzt ein Cover gestaltet oder was auch immer, irgendwie ist immer sowas mit dabei. Muss ich gerade mal gucken, wo das denn jetzt gut zwischenpassen könnte. Ich meine, es muss ja auch nicht zwingend, ne? Es kann. Alles kann, nichts muss. Aber ich würde es schon gerne mit reinbringen. Dann würde ich das vielleicht so machen, dass ich die hier hinpacke. Das noch ein bisschen hier und dann das da in eine andere Schicht. Also hätte ich jetzt diese 3D-Dinger, hätte ich die jetzt, glaube ich, auch benutzt. So, ich werde das jetzt zur Seite tun und ich werde versuchen, das so ungefähr so aufzubauen, wie ich mir das jetzt so erdacht habe. Mal gucken, ob es mir gelingt. Wir machen jetzt einmal hier noch den Rahmen. Ja. Und ich glaube, das würde fast hier drunter besser aussehen. So, oder als Schnipselding. So. Ja, dass man sieht zwar, ach, dieses Hübsche sieht man dann nicht mehr, ne? Müsste ich dann so vielleicht machen. Dass das so jede Schicht mitnimmt und verbindet irgendwie. Ich habe eine Idee, das könnte ich auch quer machen. Und das hier könnte ich ja trotzdem dann so machen, dass das hier drüber ist. Zum Beispiel. Ja, ich werde es gleich nochmal sehen. Ich werde jetzt erstmal so die unteren Schichten werde ich jetzt erstmal kleben. Und was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist noch ein bisschen Washi-Tape mit dazwischen packen. Da werde ich gleich gucken, wo das denn dann am besten passt. Und dann gucken wir mal. Vielleicht das Ganze noch ein bisschen enger beisammen, damit das hier schön mittig ist. Was natürlich cool aussehen würde, ist, wenn man das hier nochmal aufgreift, den Hintergrund, und das nochmal auf die Buchplatte macht, also auf den Buchdeckel, wenn man so einen Buchdeckel hat, dass man das hier nochmal so dekoriert, dann hier geinkt und dann nochmal drauf. Ich glaube, das würde ganz gut aussehen. Ist aber nur so eine Idee. So, dann nehmen wir uns einmal unseren Streifen hier und dann wollen wir mal loslegen. Und vielleicht nutze ich jetzt die Gelegenheit und stempel noch mal nach auf die einzelnen Schichten. Ja, so ein bisschen. Dann hatte ich das Buchpapier. Ja, auf welcher Höhe hatte ich das denn jetzt? Weiß ich ja schon wieder nicht. So. Ach, mache ich jetzt einfach so. So, dann kommt das hier. Mache ich das vielleicht so rum? So rum könnte auch gut sein. So. Dann noch ein bisschen Neutrales. Neutrales ist immer nicht schlecht. So, dann machen wir genau neutral, dann machen wir ein bisschen Washi. Da muss ich auch gleich erstmal gucken, was man davon überhaupt dann noch sieht und was nicht. Die zwei Collagen können wir auch noch mit Washi verbinden. So ein bisschen. Und eventuell könnte man das hier auch noch ein bisschen dekorieren. So. Irgendwie gefällt mir diese Ecke nicht so richtig. Muss ich mal gucken.
Ich tue mich gerade so schwer damit, dass ich es gleich lassen werde, denke ich. Das macht keinen Sinn. Also wenn du merkst, du kommst nicht weiter, dann verwirf es. Verwirf es einfach und gut. Ich werde jetzt einmal gucken, ob das, was ich hier ausgeschnitten habe von dem Ticket, ob das vielleicht passt. Das könnte eventuell besser sein. So. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt muss ich gleich einmal schauen. Und zwar werde ich natürlich das hier auch ein bisschen inken. Muss ich gleich mal gucken, wie das am besten passt. Jetzt ist die natürlich viel zu hell, das heißt, wir müssen sie ein bisschen einfärben, dass hier sich so ein bisschen dieses Farbschema ergibt. Es darf ruhig ein bisschen Vintage aussehen hier drumherum. So. Die Frage, brauche ich das noch? Vielleicht nicht schlecht. Ohne ist auch irgendwie doof, aber ich habe eine Idee. Und zwar werde ich das hier unten hinpacken und ich werde hier noch so ein paar Ziffern mit reinbringen. Ich muss nur gerade gucken, dass ich das hier richtig abdrücke. Einfach nur hier oben. Und vielleicht einmal hier das Wort Journal. Ob das funktioniert so, wie ich mir das denke. Nein, natürlich überhaupt nicht. Gut, ist jetzt auch egal. Hat nicht so gut geklappt. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal hier noch so ein bisschen zu retten. Keine Ahnung. Ich muss da, glaube ich, jetzt was drüber machen. Ah, ich habe eine Idee. Ah, das geht immer, ne? Kleckse gehen immer. Kleckse sind die Rettung. Wenn nichts mehr geht, gehen Kleckse. So, okay, das habe ich jetzt schon festgeklebt. Und jetzt werde ich das Mädel. Das würde ich jetzt, wie gesagt, grundsätzlich erstmal auf 3D machen. Also auf diese 3D-Pads. Oder zumindest den Spruch oder so. Und jetzt muss ich einmal gucken, wie mir das denn am besten hier passt. Könnte das natürlich auch hier so drunter packen. Sieht auch nicht so schlecht aus. Ja, so, das Ganze kriegt schon ein Förmchen. Jetzt gucke ich, ob ich denn noch... Nee, Eckstanzen habe ich, glaube ich, gar keine mehr. Die habe ich alle weggepackt. Nee, stimmt gar nicht. Hier habe ich noch schöne Eckstanzen. Dann machen wir die doch mal rein. Das war ein bisschen was anderes. So. Und, was natürlich nicht fehlen darf, das ist jetzt die Gelegenheit. Und zwar muss ich gerade einmal gucken, ob ich noch genug Stanzen hier habe. Und zwar Blumen. Habe ich nur Schmetterlinge oder habe ich auch Blumen? Kann sein, dass ich alle meine Blumen auch weggetan habe. Eigentlich dachte ich, hätte mir noch zwei Blumendinger gelassen. Also ich habe rund... Und was haben wir noch? Ja, sieht schlecht aus. Sieht echt schlecht aus. Ich war echt der Meinung, ich habe irgendwo noch eine Blumenstanze, eine größere. Gut, ist nicht schlimm. Dann machen wir trotzdem mit den Blumen weiter. Und zwar, warte mal, werde ich mal gucken, was jetzt hier passen könnte. Ich will das mal ausprobieren, ob das gut aussieht. Und zwar... Einfach nur gucken.
Also gelb passt ja sowieso gut zu blau. Ich glaube, ich werde hier aus diesem Designpapier so ein paar Blumen ausstanzen. Und das Coole ist ja, hier, guck mal, das geht ja auch ganz gut. Hier zum Beispiel. Ah, da wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn ich noch ein Blümchen da drunter packen könnte, was ein bisschen größer ist. Ey, habe ich echt... Das gibt's doch nicht. Was ist das denn hier? Ne, Schmetterling. Hm. Na gut, Schmetterling würde jetzt auch gehen, aber ich wollte jetzt nicht zweimal Schmetterling. Ich wollte eigentlich irgendwie Blume oder so. Aber vielleicht, wenn ich das so ein bisschen versetzt mache, vielleicht... Warte mal, ich muss mal gerade einmal schauen, wie das denn aussieht, wenn ich da drunter so eine weiße Platte mache. Vielleicht. Oder eine andersfarbige. Guck mal. Oh, nee, blau vielleicht. Weiß ist vielleicht ein bisschen zu hell. Oh, jetzt kriege ich das ja nicht raus. Aber hier, dieses Blau. Wir gucken mal einfach, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier die Blümchen so drauf mache. Das ist ein bisschen zu groß, ne? Muss man gerade gucken. Ich glaube, ich habe noch ein kleines, ja. Und das ist wahrscheinlich zu klein. Heute will nichts gelingen. Ja, obwohl doch, das geht, ne? So, damit man das Blümchen auch wirklich sieht. Und ja, eine größere Blume wäre jetzt echt gut gewesen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Oder wie war das? Das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich wollte es gerne hier mit meinem Stanze-Ding machen, ne? Mit diesem kleinen, ihr wisst schon, mit dem Knut hier. Wo habe ich das Knut hier? Also hier habe ich schon mal die kleinen Dinger. Nehmen wir doch einfach mal gelb. Da ist es. So. Zack. Ich mache das jetzt trotzdem nur mit dieser Blume, weil mir das mit dem anderen nicht gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich doof. Finde ich nicht so cool. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich diese kleine Mini-Blume da so hinkriege, dass das gleich passt. Also, die soll jetzt hier so hin. Oh, man sieht die auch kaum, ne? Und da soll jetzt die Mitte. Ja, da bin ich immer gespannt, wie das gleich aussieht. Naja. Ne? Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, die ist zu klein. Und eine größere habe ich nicht, dummerweise. Aber ich merke gerade, ich habe das auch nicht richtig reingedrückt hier. Das muss schön platt sein. Ja, und auch noch schief. Ja, ist nicht schlimm, ist trotzdem hübsch geworden. Ne? So, jetzt könnte man natürlich hier oben noch eine zweite hellere machen. Man könnte natürlich auch dekotechnisch... Moment... Wo habe ich denn hier? Ich habe nämlich noch Perlen. Oh, hier. Pastell. Man kann das jetzt auch in Dunkel machen als Kontrast. Aber ich glaube, ich habe gerade Lust auf diese Pastelldinger. Ich glaube, das mache ich jetzt mal hier so dran. Irgendwie. Die kann man ja auch schneiden. Machen wir mal drei. Ups. Ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die unfallfrei hier runterkriege. So. Und könnte ich das vielleicht hier oder so? So noch ein bisschen, damit man so ein bisschen auf diese Blume aufmerksam wird. Und da würde ich jetzt auch noch mal drei hinsetzen. Und dann wiederholen sich die Perlen. Das ist auch ganz hübsch. Da, wo ich jetzt so das Gefühl habe, da könnte man jetzt noch so Perlen drüber machen. So zum Beispiel. Genau, dann war ich ja noch dabei, das Ganze zu inken. Da hatte ich mich ja dann schon wieder selber abgelenkt. Wie das dann manchmal so ist.
das ist doch ganz hübsch. Irgendwie fehlt so was Helles noch, aber ja, mir fehlen natürlich auch so ein paar Sachen hier, ne? Man könnte natürlich jetzt ganz toll, das ist natürlich auch lustig, da kann man hier einfach so eine kleine Büroklammer dran machen, als Deko-Element. Das sieht ja auch ganz süß aus. Was man auch machen kann, ist, ich habe gerade ein Loch im Kopf, was wollte ich denn sagen? Ach so, ein Dangle oder so da dran, also so ein, mit der Crocodile hier so ein Loch machen, ne? Mit so einer Öse und dann was Hübsches dran hängen. Und was auf jeden Fall auch richtig, richtig cool jetzt hierzu wäre, wäre natürlich so Federn oder sowas, ne? Aber ich habe jetzt tatsächlich überhaupt nichts, was so passen könnte. Oh, Moment, ich hätte ja vielleicht noch hier so ein bisschen Blümchen in Blau. Mal ausprobieren hier. Was sind die Goodie-Blümchen? Ah, dieses Weiß ist halt so ein bisschen... Obwohl andererseits, das guckt jetzt so schön raus. Könnte das hier so rausgucken lassen. So ein bisschen dieses Helle einfach mit so Blümchen machen. Ja, so darunter. Ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. Ein bisschen Eukalyptus. Kann auch nicht schaden. Gucken wir mal. Ja, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, ne? Na gut. Also du weißt am besten, wann du aufhörst. Ich weiß es meistens nicht. Aber so an für sich, doch, ich mag das ganz gern. So drei kleine Elemente. Was Agnes jetzt aber auf jeden Fall noch macht, ist das Ganze so ein bisschen abstumpfen hier mit der Farbe. Das ist mir ein bisschen zu hell am Leuchten. So nur ganz leicht drüber, dass das Weiße nicht so extrem weiß ist. Ja, so ist es schon ein bisschen besser, finde ich. Was denkst du? Ja, ne? Geht. Okay. Ja, damit wäre ich dann auch hier fertig mit meinem... Nein, stopp, da fehlt noch was ganz Wichtiges. Und zwar das absolute Must-Have. Und zwar Spitze. Sorry, aber ohne Spitze geht es nicht. Irgendwo muss sie hin. Hier drunter drüber, hier zum Beispiel, würde das ganz nett aussehen. Oder hier an der Seite nochmal so ein Stückchen. Also so ganz ohne Spitze geht es echt nicht. Jetzt habe ich natürlich zu spät dran gedacht. So, ich würde da einfach, was diesmal mache ich vielleicht einfach nicht so was Langes, sondern ich mache so zwei kurze Elemente mit Spitze. Das muss ja gar nicht immer so lang sein. Da sieht man zwar die Nummer nicht, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, es ist hier irgendwie ein bisschen doof, ne? Kommt es noch ab? Ein bisschen drunter, so dass man das noch sieht. Und vielleicht hier oben noch so ein kleines Ding. Dann ist das Ticket mit Abschluss. Die Spitze ist quasi mit Abschluss. Ja. So gefällt mich das. So. Ja, jetzt ist das schön. Ja, minimalistisch. Ganz schön überladen. Aber schon mit, wenn man sich überlegt, sehr wenig Material. Viel Gestempel und Schablone. Und ja, damit hätten wir dann quasi zwei völlig unterschiedliche Bookplates. Ne, zu verschiedenen Themen. Ne, vom letzten Mal die und die von diesem Mal. Ja, ich hoffe, dass dir das Video Spaß gemacht hat und ich nicht allzu viel Blödsinn erzählt habe. Ich bin im Moment so in so viel in Gedanken, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich laut sage und was ich nur denke. Also, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn du neu bist und mich noch gar nicht so kennst, ich bin, wie ich bin.
Aber ich habe auch noch ein paar mehr Sachen als nur diese Videos zu bieten. Und zwar kannst du dich ganz doll gerne zum Newsletter anmelden. Die Links findest du unten, alle relevanten Links zu mir findest du unten. Da findest du meine Website, du findest meine Adresse, meine E-Mail-Adresse, du findest, also unter den Links, ja, dann weitergeleitet und so weiter. Die Memodex-Aktion, meine Jahresaktion sozusagen. Und ich möchte daraus gerne eine dauerhafte Aktion machen. Und ja, alle Infos findest du unter fast wirklich, ich glaube, jedem Video findest du die Sachen verlinkt, auch Material und so weiter. Ja, wenn du dich da hier jetzt noch nicht so auskennst bei mir, dann vielleicht spätestens jetzt. Also, bis zum nächsten Video wünsche ich dir erstmal alles Gute und wir sehen uns hoffentlich bald. Tschüssi!